Hallo und herzlich willkommen zum Lernvideo über den Klettergurt. Hier erfahrt ihr, wie man den Gurt richtig anlegt. Als erstes nehmt ihr euren Gurt und ordnet ihn. Achtet darauf, dass die Schlaufen nicht verdreht sind. Dann legt ihr ihn vor euch auf den Boden. Dabei ist wichtig, dass die beiden kleineren Beinschlaufen in der größeren Hüftschlaufe liegen. Steigt nun in den Gurt hinein mit den beiden Füßen in die kleineren Beinschlaufen und zieht den Gurt nach oben bis über die Hüfte. Danach müsst ihr die Bänder an der Hüftschlaufe so festziehen, dass der Gurt nicht mehr herunterrutschen kann. Zieht ihn aber nur so eng, dass ihr noch gut atmen könnt. Als nächstes zieht ihr die Beinschlaufen fest. Sie müssen nicht ganz so fest angezogen werden wie der Hüftgurt. Wenn eure Hand noch zwischen Gurt und Bein passt, ist die Schlaufe richtig eingestellt. Zuletzt könnt ihr euren Karabiner in die runde Schlaufe vorne am Gurt einhängen. Den Karabiner braucht ihr später beim Sichern. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal. Dann lernt ihr, wie man den Achterknoten macht.